und herzlich willkommen zu Hard West Teil 2. Wir gucken uns mal den Handelsposten an. Der Inhaber war begierig darauf, mit dir zu handeln. Du kannst falschen. Ja, der hat nichts Besonderes, was ich kaufen würde. Verteidige das Gehöft. Jetzt geht's los. Die Banditen kamen. Die Zeit der Abrechnung war da. Du gingst in Verteidigungsstellung. Repetiergewehr. Marinerevolver. Stiefel, Nagelbombe, getrocknete Heilkräuter hat der Vater. Der Sohn, Warren, hat natürlich einige Probleme. Gebrochenes Rückgrat, minus 4 Bewegung. Minus 1 Max GP, Verdammnis, minus 10 Max Glück. Bargeld. Zwei Sechsschüssige hat er. Wildwestgewehr, abgesägte Cobra. Okay, die Karten habe ich verteilt. Vater hat Karo 9, Transfusion. Karo Bube, Bonus plus 2 Verteidigung, Schattensalbe. Karo 9. Okay, das sieht gut aus. Weiter zum Kampf. Du warst gut bewaffnet und darauf vorbereitet, dein Zuhause gegen die Bösen zu verteidigen. Verteidige das Gehöft. Wenn Cheat stirbt, kostet dich das $200. Optional. Nee, das möchte ich nicht. Ja. Ich sehe keinen Gegner da. Ein ausgetrocknetes Flussbett. Okay. Zug beenden. Da kommen die Gegner. Daneben. Ein
2, 3, 4. Ja, was mache ich jetzt? Der steht ja ganz frei. Gucken, was der Vater sagt. 100%, der ganz da hinten. Moritz Hase. Heißen die beide Moritz Hase? Feuer. Jetzt kommt der Sohn. Oh, der Schietsch hat freie Sicht auf den. Wahrscheinlich wegen der abgesägten Kobra. Daran liegt es. Aber ich kann jetzt nicht die Waffe wechseln. Der hat ja auch nur diese Waffe. Prozent, das ist gut. Erledigt. Oh. Vater. Der hat sich ja leichtsinnig frei dahingestellt. Der Bandit. 74%. Feuer. Der Sohn. Stelle ich mich ans Fenster. Zurück. Ich glaube,
Ich gehe mit Cheech weiter nach hinten. Oder? Ein Schuss noch. Das ist mir zu gefährlich. Daneben. Aber die Gegner sind clever. Der Vater. Super. Das ist ja witzig mit dem Querschläger. Beide haben.
75, der vordere 75, der hintere 100. Der will mich flankieren. Daneben. Aua. Da habe ich keine Deckung. Ich versuche es. Oh, ich muss laden. Feuer. 33. Das ist wenig. Weit daneben. Was habe ich denn hier? Die Nagelbombe. Der hat nur noch einen Punkt. Ach, daneben. Nein. Daneben. So. Prozent. Der ist tot. Ach. Aus dieser Entfernung. Feuere auf alle Charaktere innerhalb eines kegelförmigen Schussfelds. Ja, muss ich mal ausprobieren. Ach.
ich bin echt froh. Der erste Sieg. Nach der Schießerei, obwohl ihr den Angriff überlebt hattet, war Vater besorgt. Er meinte, ihr solltet einen Fluchtunnel bauen für den Fall eines weiteren Angriffs. Aber er wollte dir die Entscheidung überlassen. Es war eine gute Idee. Fluchttunnel bauen. Ja oder nein? Was mache ich jetzt? Immer diese Entscheidung. Gute Idee. Vater wollte sich um das Material und den Bau kümmern. In der Zwischenzeit griffen die Banditen benachbarte Farmen an. Du beeiltest dich nachzusehen, ob Florence in Sicherheit war. Die Eltern von Florence überlebten den Überfall nicht. Florence selbst kauerte zwischen den Toten. Weinend folgte sie dir nach Hause und verließ dich nie wieder. Sie sprach nie darüber, brachte aber jede Woche frische Blumen zu ihrem Haus. Der Tod. Oder der Teufel. Während du fort warst, bekam dein Vater Besuch von einem gut gekleideten Gentleman mit merkwürdigem Akzent, der wie aus dem Nichts auftauchte. Sein Rasierwasser konnte fast seinen Schwefelgestank überdecken. War das etwa? Nein, das wäre Irrsinn. Der Gentleman konnte Vater überzeugen, fast all euer Geld für ein Glücksamulett auszugeben. Er war es leid, zu darben, immer wegzulaufen vor Verbrechern, Banditenfürsten und dem Wetter. Er wollte, dass die Goldsucherei, und zwar schnell. Trotzdem redete Vater nicht gerne über die Sache und spielte die Macht des Amuletts herunter. Er meinte, es würde wohl nicht wirken. Florence ist jetzt vom Kraft des Amuletts betroffen. Woran auch? Trotzdem lief alles besser. Vater fand schnell neue Schürfplätze und der Abbau lohnte sich. Schon bald konnte er eine bessere Abbaulizenz kaufen. So, ich mache jetzt hier einen Cut und ich freue mich schon auf den dritten Teil. Es ist eine sehr spannende Geschichte. Gute Nacht.